Okay, dann gehen wir jetzt in Weltlevel Nummer 22 und es ist schon wieder ein Motorradlevel und ich könnte austicken. Schon wieder auf dem Asphalt mit Crash Bandicoot. Oh Gott, bitte nicht. Und ich muss wahrscheinlich wieder Erster werden, oder? Das heißt, hier drin wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel gecuttet, damit wir auch natürlich das erreichen, was wir wollen. Wir haben schon wieder eine Kiste vergessen. Das ist natürlich sehr, sehr uncool. Aber die Fahrzeuge müssen natürlich auch ausweichen. Das finde ich extrem klasse, dass die auch nicht machen können, was die wollen. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, ja, und der drängt mich jetzt einfach weg. Dieser blöde Penner! Wieso drängst du mich weg? Bist du bescheuert? Ah, aber ich habe ihn überholt. Okay, vierter Platz. Vierter Platz. Jetzt fehlen noch drei Plätze. Mein Gott, schaffe ich das überhaupt noch? Ich weiß auch leider nicht, wie lang dieses Level ist, weil es gibt nämlich keine Karte, die einem das zeigt. Und das war klar. Und das war so klar, dass mir das jetzt passiert, dass ich jetzt da einfach runterfliege. Und bis ich jetzt natürlich wieder Speed aufbaue. Ja, ihr seht ja schon, was passiert, oder? Also bis man hier wieder... Ja, als ob. Genau. Bin ich wieder Fünfter. Super. Deswegen hasse ich diese Level. Also wenn man wirklich immer Erster werden muss, das ist so ein abartiger Krampf, dass man da auch immer Erster wird. So, jetzt verzieh dich, du blöder Streifenwagen. Perfekt, zack. Ah, das schaffe ich nicht mehr ganz. Das schaffe ich nicht mehr. Nee, keine Chance. Ich habe da keine Chance. Ich komme da nicht ran. Also zumindest nicht mal an den Dritten komme ich ja ran. Und das ist echt traurig. Leute, bitte befreit mich aus diesem Albtraum. Befreit mich da einfach drauf. Oh, komm. Wenigstens. Ach, genau. Genau, ich krieg einen Boost und fall gleich wieder an die Seite. Schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt eh gleich das Ziel. Ja, vielleicht könnte es sogar noch was werden. Schauen wir mal. Ja, es könnte eng werden. Oh Gott. Schaffe ich es noch? Ja, ich habe es doch geschafft. Wir sind Erster. Was? Nach so einem Rennen immer noch Erster zu werden, hey, ich glaube, ich hänge. Hey, das kann nicht wahr sein. Ich habe ja so schlecht gespielt in diesem Level und dann schaffen wir es immer noch auf Platz 1, kurz vor dem Ziel. Hey, ich wollte schon aufgeben. Ich wollte eigentlich das Level schon neu starten, aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Somit müssen wir das nicht mehr sehen. Wir müssen es nicht mehr sehen. Also ich sage ja 100% bei diesen Leveln einfach nur irre. Einfach nur irre. Beim zweiten Crash Bandicoot-Teil habe ich noch die 100% gemacht offscreen, aber hier werde ich das sein lassen. Nee. Das wollen wir uns nicht mehr antun. Level Nummer 29 ist Flaming Passion. Und da gibt es den grünen Edelstein. Und genau so ist es. Hier gibt es eine Todesplattform. Geil. Können wir uns den grünen Edelstein holen. So, ich hätte auch hier eigentlich meine Bazooka einsetzen können. Aber habe das jetzt irgendwie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Aber das Gute ist bei der Bazooka, wir können endlich den Buddy hier töten. Der da oben immer die ganze Zeit diese Dinger hier wirft. Dieser ekelhafte Dreckskerl. Bam. Gut. Habe ich den überhaupt jetzt erwischt oder hat er einfach nur sein Fenster zugemacht? Weil wenn er nämlich nur sein Fenster zugemacht hat, dann ist mir das eigentlich auch recht. So richtet er wenigstens keinen Schaden mehr an. Und die Dinger da vorne sind in Zukunft auch kein Problem mehr. Ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn man die Bazooka in der zweiten oder dritten Welt schon bekommen hätte. Das hätte einem auf jeden Fall sehr viel Ärger erspart. Allerdings, ja. Mein Gott, die Entwickler denken sich halt auch manchmal Sachen aus, die nicht so toll sind. Was? Rechts und links ist jemand. Wirklich? Okay, bam. Was? Ja gut, ich gehe einfach durch. Ich gehe einfach durchkommen. Bevor ich jetzt wieder viel zu viel Zeit da oben verschwende. So, und... Bam. Ja, der haut immer gleich ab. Der sieht, dass ich eine Waffe habe. Und dann flüchtet er gleich wieder. So, zack. Okay, die Tür... Das Fenster schließt... Nein! Ich bin so dumm, wieso habe ich nicht gewartet? Ach, come on. Ich habe nicht gewartet. Ach, komm, ey. Jetzt komme ich nicht mehr an die Todesplattform. Vor allem, weil ich schon den Checkpoint betätigt habe. Fuck. Naja, okay. Sei es wie es sei, ist eben so. Vielleicht werde ich das noch nachholen, den grünen Edelstein. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen werde. Weil man sieht ja, das Level ist schon... Ich spiele es noch nicht lange. Und es geht mir jetzt schon tierisch auf den Keks. Ja, tatsächlich. Das Fenster verbarrikadiert sich dann. Okay. Da kann der also nichts mehr machen. Außer natürlich, die Aussicht von innen zu genießen. So, hier hoch. Zack. Komm. Bisschen Gascrash. Bam. Mit meiner Bazooka mache ich eben alles platt. Ach komm, hey. Schon wieder?
Hey, wie lange brennt dieses verdammte Feuer denn überhaupt? Ach, jetzt habe ich den... Jetzt habe ich diese TNT-Kiste nicht vor dem Checkpoint betätigt. Schade. So. Stirb. Okay. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Soll ich ihn abknallen oder soll ich ihn leben lassen? Na, ich lasse ihn leben. Ich lasse ihn leben. Er hat nochmal Glück gehabt. Weil... Oh Gott, da oben ist doch mal einer. Hey, als ob. Als ob. Hättet ihr nicht doch mehr einprogrammieren können? Vielleicht zwei oder drei? Unglaublich. Es ist unglaublich. Diese Idioten. Zack. Und Fenster ist zu. Ich glaube, ich habe das Fenster geschlossen, oder? Ja. Es ist zu. Okay. Okay, jetzt warten, warten, warten. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, natürlich ist die Todesplattform jetzt weg. Ich glaube sogar, die Todesplattform geht nur weg, wenn man eben den Checkpoint schon aktiviert hat. Und wenn man davor stirbt, vor dem ersten Checkpoint, dann ist es noch gar nicht so schlimm. Ich glaube, dann kommt man sogar noch ran. Weil es war in dem einen Level auch so, mit dem blauen Edelstein. Da ist uns das ja auch so passiert. Ich bin ja gleich am Anfang gestorben. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es wieder vorbei. Muss ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Und dann war die Todesplattform tatsächlich noch da. Hätte ich aber am Anfang auch nicht für möglich gehalten. Bam. Okay, perfekt. Nächster Checkpoint. Und schon wieder so ein... Schon wieder so ein blöder Messerschieber. Oh Gott. So, drauf. Gab's eigentlich schon einen Bonus? Ne, gab's noch nicht. Ah, hier gibt's einen Bonus. Na dann, auf in den Bonus. Auf in den Kampf. Let's get ready to rumble, friends. Ja, komm. Ich würde am liebsten noch weiter fliegen. Am liebsten schon gleich in die nächste, ins nächste Level, wenn's geht. Ne, ich lande doch nur im Bonus. What the fuck? Wie groß ist dieser Bonus? Okay, aber ich glaube, Kisten fehlen uns bisher keine. 28 Kisten. Ah, ich glaube, das demoliere ich lieber. Ja. Ich glaube, ich riskiere jetzt wirklich hier nichts mehr. Und schieße einfach alles ab, was mir in die Hände kommt. Jetzt, zack. Und hoch. Boah, da war doch mal aber einen ziemlich hohen Sprung, hey. WTF? Seid ihr wirklich so schlau, dass man, dass die Spieler das automatisch wissen, dass man hier... Ja, komm, komm. So, kann ich jetzt erst auf die andere Seite und dann die Kisten zerstören? Aber normal schon. Ja, tatsächlich. Ja, man sieht, die Bazooka ist einfach nur Gold wert. Vor allem hier an solchen Stellen, wenn unten drunter eine Pfeilkiste ist, egal ob aus Metall oder aus Holz, das ist einfach Kacke. So, stirb und du auch. Zack. Okay, perfekt. Weiter geht's, weiter geht's. Ah, das wurmt mich jetzt echt mit dieser Todesplattform. Das wurmt mich jetzt sowas von dermaßen. Ah, ich kann das schon schließen auch... Ach, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich gleich gemacht. Man kann das Fenster sogar schließen, bevor dieser Trottel da ans Fenster geht und was wirft. Ah, wieso habe ich nicht gleich dran gedacht? Ah, das wurmt mich jetzt. Das wurmt mich jetzt. Aber dafür haben wir zumindest den klaren Edelstein bekommen und können dieses Level samt Kristall wieder verlassen. Und dann schaffen wir, glaube ich, sogar noch ein Level in diesem Part. Und dann würden noch zwei Level übrig bleiben. Oh je. Heißt es spätestens jetzt nach zwei Parts ist dann rum? Vielleicht. Vielleicht, meine Freunde. Tut mir wirklich sehr leid, dass dieses Projekt schon vorbei ist. Hat mir... Übrigens, ultra viel Spaß gemacht. Ultra viel Spaß gemacht. Okay, beim letzten Crash Bandicoot, bei dem hier, sind jetzt die 100% etwas zu viel verlangt. Zumal ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich die 100% machen will überhaupt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, okay, dann können wir jetzt noch dieses Level machen. Mad Bombers. Und da ist wieder Coco an der Reihe. Nee, sogar Crash. Sogar Crash. Geil. Crash, Coco, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka-Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. Und da wären wir mit Crash in der Luft. Und naja, was ist die Aufgabe? Schieße die ganzen Bomber ab. Tja, wenn das so leicht wäre. Gut, okay, dann wollen wir mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Bomber halten natürlich ein bisschen mehr aus als die kleinen Flugzeuge. Aber die Steuerung sackt einfach nur dermaßen. Echt, die Steuerung sackt sowas von. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Vor allem, man trifft diese kleinen Flugzeuge nicht unbedingt super. Wie viele Bomber sind es denn? Es sind 5 Stück an der Zahl. So, jetzt stirb! Ne, er stirbt nicht. Er stirbt einfach nicht. Okay, beschleunigen kann ich nicht irgendwie, ne. Beschleunigen kann ich leider nicht. Allerdings sollte ich mich gleich hier um die Kleinen kümmern.
Damit die mir keine Probleme machen, aber komm. Drauf gekackt. Jetzt, ach, ich muss die Triebwerke treffen. Ach, noch mehr ist da nicht verlangt, oder? So, einen hätten wir getroffen. Okay. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob die mich auch von hinten abballern. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, nicht abschießen. Ihr Trottel. Lasst mich bitte leben. Lasst mich leben. So, war's das mit dem hier? Ja, drei. Okay, perfekt. Perfekt. Gut, damit hätten wir nur noch zwei übrig. Und die befinden sich natürlich ganz am Ende des Levels. Super. Ah, ich sterbe gleich. Ich brauche unbedingt mal eine Heilmichkiste. Ah, komm. So, stirb. Okay, perfekt. 84% wieder. So, jetzt stürze ich mich erstmal auf den hier. Okay, bam. Und stirb. Yes. So, der letzte. Was denn, der letzte ist da erst hinten? Serious? Oh mein Gott. Ah, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Komm schon, nicht sterben, Crash. Nicht sterben, nicht sterben. Wir haben nur noch einen vor uns. Noch ein Bomber ist übrig. So, komm, 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 komm. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mit dem Kristall raus aus dem Level. Geil, einfach nur geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit übrig, Leute. Das heißt, ich werde euch mal kurz den Keller zeigen. Dieses, ja, diese sechste Welt, für die man diese ganzen Relikte braucht. Und deswegen sind auch die 100% hier wirklich Psycho. Weil man die ganzen Relikte in je... Man muss insgesamt 20 Relikte haben. Insgesamt, nee, oder 25. Können wir gleich nachschauen, können wir gleich nachschauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Kristall und somit fehlt dann nur noch ein einziges Level. Geile Sache. Gut, wir gehen mal kurz in den Keller. Der befindet sich nämlich hier in der Mitte. Und da können wir uns einfach draufstellen. Dann sehen wir auch mal das Labor, wo denn die ganzen Gegner produziert werden. Das sind nämlich alles Roboter. Und da ist die ultra geheime sechste Welt. Und ich kann es euch mal zeigen. Ich habe das erste Level schon gemacht. Und das zweite auch schon. Also das erste war ein Boot-Level. Das zweite war das Hang-Em-Time. Das haben wir schon gehabt. Da haben wir bloß den gelben Edelstein noch gekriegt. So. Bei 28 brauchen wir insgesamt 15 Relikte. Bei 29 brauchen wir dann 5 mehr. Also 20. Und beim letzten Level brauchen wir sogar die 25. Und es ist wirklich krass, dass die Entwickler wirklich so fies sind, dass wir die ganzen Relikte alle brauchen. Ihr müsst euch mal unbedingt vorstellen, ihr müsst in jedem Level die Zeit-Challenge schaffen. In jedem. Wir haben ja bloß 25 Level. Denn die unteren 10 glaube ich nicht dazu, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in den ersten 5 habe ich sie gemacht, in den zweiten 5 auch. Und bei den dritten habe ich dann aufgehört, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ich glaube, wo habe ich denn aufgehört? Beim zweiten, glaube ich, bei 12. Glaube ich, ja, bei 12 habe ich nicht. 11? Ja, 11 habe ich auch noch nicht, genau. Also die ersten zwei Welten habe ich komplett gemacht mit meinen Relikten. Und zwar habe ich 7 saphirfarbene und 3 goldene. Also auch gar keine so schlechte Ausbeute. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir schließen jetzt den Part ab. Und ich denke, der nächste oder spätestens der übernächste Part wird der letzte. Bis dahin sage ich natürlich alles Gute für euch. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald!